das sind die Pyramiden von Gizeh. Die kleinste der dreien ist die Mykerinos-Pyramide. Die mittlere ist die Khefren-Pyramide. Die größte, älteste und wahrscheinlich bekannteste ist die Cheops-Pyramide. Sie wird auch Große Pyramide genannt. Die drei Pyramiden wurden etwa von 2620 bis 2500 vor Christus während der Zeit der Ägypter errichtet. Die Fläche der Pyramidenanlage liegt bei 13.359 Hektar und befindet sich am westlichen Rand des Niltals 8 Kilometer südwestlich der Stadt Gizeh in Ägypten. Sie sind das einzige erhaltene der sieben Weltwunder der Antike und seit 1979 Weltkulturerbe. Die Cheops-Pyramide hatte ursprünglich eine geschätzte Höhe von 146 Metern, die heute geschätzt bei 138 Metern liegt. Das liegt daran, dass die Pyramide später als Steinbruch diente. Sie dient als Grabmal für den Pharao Cheops, der während der Erbauung herrschte. Wie die Pyramide erbaut wurde, beschäftigt viele Wissenschaftler, die dazu einige und sogar absurde Theorien haben. Die realistischste ist die Rampentheorie. Diese besagt, dass es verschiedene Arten von Rampen gab, die unterschiedlich angeordnet wurden. Beispiele sind die Zickzackrampe, die gerade Rampe oder die spiralförmige Rampe. So konnten die Steine mit Hilfe von Muskelkraft bewegt werden. Einige Wissenschaftler behaupten jedoch, dass die Cheops-Pyramide nicht von Menschen erbaut werden konnte, da ihnen angeblich dazu die nötigen technischen Hilfsmittel fehlten. Deshalb kamen sie darauf, dass Aliens während der Frühzeit der Erde diese zusammensetzten. Worauf man ebenfalls kam, sind schwebende Steine, die durch Zauberei bewegt wurden. Oder auf die Blätter mit magischen Schriftzeichen gelegt wurden, damit man sie mit einem Schlag bis zu 26 Kilometer weit befördern konnte. Bestimmt gibt es auch die Theorie, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit Donald Trump über das Zeitreisen die Steine nacheinander aufeinander gelegt haben. Also, klar ist es nicht, wie die Pyramide erbaut wurde. Jedoch gibt es immer mehr Theorien dazu, die oftmals gar keinen Sinn machen. Probiert's doch auch mal!